Ja, denk mal zurück, wie du zum Glauben gekommen bist. Also wie ist es dazu gekommen, dass du das Evangelium gehört hast und das Evangelium dich und dein Leben verändert hat? Vielleicht bist du jetzt auch heute da mit uns dabei oder vielleicht auch gerade auf der Übertragung und vielleicht sagst du auch, ich glaube überhaupt nicht an Jesus. Da kann ich jetzt gar nichts dazu erzählen. Dann sage ich, super, bist du heute mit uns dabei, bist du vielleicht auf der Übertragung dabei am Bildschirm, weil wir reden heute eben genau über das Thema, was Glauben eigentlich heisst. Ja, wir kommen heute zur zweiten Predigt aus unserer Kolosserreihe, Christus in uns. Am letzten Sonntag haben wir ein bisschen so den Hintergrund von diesem Brief ausgeleuchtet, oder der Paulus, der Timotheus, und in dem Sinn ist auch der Epaphras im Hintergrund, wo der Brief vermutlich aus Rom an die Gemeinde in Kolossä geschickt haben. Eine Gemeinde in einer kleinen Stadt, so im Hinterland von der heutigen Türkei, also vom Südwesten von der Türkei. Wir beschäftigen uns heute mit dem Abschnitt aus dem Kapitel 1, mit den Versen 3 bis 8, und zwar unter dem Titel «Vom Evangelium verändert». Jetzt, ich warne euch vor, wir haben es da mit Paulus-Sätzen zu tun. Also es heisst, die 6 Verse sind nur 2 Sätze. Also so einfach beim Durchlesen habe ich von Anfang an so direkt gar nichts verstanden. Und wenn es dir gleich gehen sollte, keine Angst, wir werden dann den Inhalt schon ein bisschen rausschälen. Und ich werde einfach auch einen Schwerpunkt setzen am heutigen Morgen. Aber zuerst mal die Verse 3 bis 8 aus dem Kolosser 1. Da steht, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch, von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Also, so die beiden Verse, oder die beiden Sätze und die 6 Verse. Zusammenfassend kann man sagen, sagt er eigentlich, wir danken Gott dem Vater, dass ihr an Jesus Christus glaubt. Das Erste also, was der Paulus macht in dem Brief ist, er dankt Gott für den Glauben der Kolosser. Im nächsten Abschnitt dann, das wird dann am kommenden Sonntag, werden wir das thematisieren, wird er dann in die Fürbitte für die Gemeinde gehen. Aber da heute jetzt einfach, sagt er einfach mal als erstes Danke für den Glauben von dieser Gemeinde, von diesen Menschen in dieser Gemeinde. Ich würde heute den Schwerpunkt auf den Vers 6 legen. Da ist die Rede vom Evangelium, das zu euch gekommen ist. Also das Evangelium ist zu den Kolosser gekommen, wie es auch in der ganzen Welt ist. Jetzt vielleicht kurz, was ich unter Evangelium verstehe am Anfang der Predigt. Ich verstehe unter dem Evangelium die frohe Botschaft, dass sich Gott durch Jesus Christus den Menschen gnädig zugewandt hat. Jesus ist unser verdienter Tod gestorben, stellvertretend für uns, und er ist auferstanden. Und durch ihn haben wir jetzt wieder den Zugang zu Gott. Und indem wir unsere Schuld bekennen und Vergebung von ihm empfangen, haben wir Frieden mit Gott und ewiges Leben. Das ist so etwa das, was ich so ganz kurz jetzt als Evangelium würde bezeichnen. Und im Vers 6 sagt der Paulus eben, das Evangelium ist, also die Botschaft von Gott ist zu euch gekommen. Und dann sagt er, und das Evangelium, die Botschaft, die bringt Frucht in der ganzen Welt, wie auch in euch. Also bei euch, sagt er, ist das Gleiche passiert, wie sonst auch in der ganzen Welt. Das passiert, wenn Menschen die Freudenbotschaft von Gottes Rettung hören. Das Evangelium hat bei euch gefruchtet, sagt er ihnen. Er sagt auch, wie ist das passiert, wie ist das vor sich gegangen? Er sagt, von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. Also ihr habt von Gottes Gnade gehört
und ihr habt die Gnade auch erkannt, also ihr habt das wie für euch angenommen, erkannt und ihr habt es für euch angenommen. Der Paulus sagt also, wo das Evangelium zu euch gekommen ist, habt ihr es erkannt und es hat bei euch Frucht gebracht. Jetzt die Frage ist, was meint der Paulus an dieser Stelle mit Frucht des Evangeliums? Ich gebe dir mal eine Auswahl, kannst mal für dich selber überlegen, was meint der Paulus mit Frucht des Evangeliums an diesem Punkt? Die Frucht vom Evangelium an diesem Punkt ist der Glaube. Das ist das, was entsteht, wenn das Evangelium kommt. Das Evangelium, die gute Nachricht von Gottes Gnade und Errettung, bringt als erstes also Glauben an Gott führen. Darum auch der heutige Titel vom Evangelium verändert. Wir setzen uns heute also damit auseinander, was Glauben eigentlich heisst. Ja, was passiert, wenn das Evangelium bei einem Menschen Frucht bringt? Weil das ist so der Inhalt von dem Dankgebet da ganz am Anfang im Kolosserbrief. Der Dank also, dass Kolosser an Jesus glauben. Jetzt mag jemand einwenden, ja, der christliche Glaube eben. Das ist eine Art so eine Verblendung. Du hörst so von einem lieben Gott, der dich mag und dich auch noch von so irgendetwas erretten will, dann fühlt man sich doch gerade schon ein bisschen besser. Und man fühlt sich irgendwie gesehen, man fühlt sich wahrgenommen, ernst genommen, ja, von diesem imaginären Etwas. Das ist doch alles eine Sache der Einstellung im Kopf. Der Glaube, das sind doch einfach mehr eigentlich zwei Scheuklappen von der reinen Selbstprojektion, damit schwache Menschen ein bisschen besser durchs Leben kommen. Ja, solche und vielleicht ähnliche Aussagen hört man gerne mal. Der christliche Glaube ist unvernünftig. Er verschließt sich der Realität. Er ist nicht sichtbar, nicht messbar, nicht belegbar. Er ist nicht logisch. Er ist in dem Sinn nicht denkbar. Vielleicht bist du auch schon solchen Meinungen begegnet, mit solchen Meinungen konfrontiert worden. Vielleicht bist du auch gerade heute in dieser Predigt oder auf der Übertragung dabei und im Inneren sagst du vielleicht, ja genau, so ist es doch. Lasst uns mal ein bisschen genauer hinschauen, was der Glaube eigentlich ist. Ich möchte, dass du dir mal Folgendes vorstellst. Wir wären zusammen in die Ferien gegangen. Wir haben jetzt eine Ferie, aber nehmen wir mal an, in der Herbstferie, jetzt hast du wahrscheinlich schon den Sommer gebucht. Also stell dir vor, wir gehen zusammen im Herbst irgendwo in den Bergen in die Ferien. Mitten in der Nacht würde ich dich aufwecken und würde zu dir sagen, wie wunderbar, dass die Sonne scheint. Vermutlich würdest du mich ein bisschen schlaftrunken anschauen und denken, der hat sie nicht alle. Würdest vielleicht denken, Hilfe, ich bin mit einem Spinner in der Ferien. Und du würdest dich umdrehen und möglichst rasch weiterschlafen. Am Morgen, draußen alles Nebel verhangen, kann man sich gut vorstellen, nach der letzten Woche, würde ich beim Morgen wieder sagen, wie wunderbar, dass die Sonne scheint. Und du würdest zum Fenster raus schauen und antworten, es ist neblig. Da ist überhaupt keine Sonne sichtbar, trink mal einen Kaffee, damit du dein Hirn in Gang kriegst. Und dann würden wir beide miteinander losmarschieren für eine Wanderung. Ich würde mich ständig über die Sonne freuen und du würdest ständig denken, wäre ich bloß nicht mit dem Typ in die Ferien gegangen. Und dann kommt so der Moment, oder? Wir würden höher steigen, der Nebel lichtet sich und innerhalb von kürzester Zeit würden wir an der prallen Sonne stehen und auf ein Nebelmeer runterschauen. Und ich würde sagen, siehst du, wie wunderbar, dass die Sonne scheint. Und du würdest sagen, ja, du hast recht, jetzt scheint sie wirklich wunderbar. Und ich würde dich fragen, kannst du mir dann sagen, wann das die Sonne nicht scheint? Dann würdest du nach kurzem Überlegen sagen, ja, okay, natürlich scheint die Sonne immer, aber wenn wir im Erdschatten, also in der Nacht oder unter der Wolke und im Nebel sind, dann sieht man sie nicht. Und ich würde dir sagen, jetzt hast du begriffen, was christlicher Glauben ist. Ja, wir wollen ein bisschen vertiefen, was christlicher Glauben ist. Und ich werde davon von vier Aspekten ausgehen oder denen nachgehen, die so das Thema umreissen. Wie immer, vermutlich ist das jetzt nicht abschliessend. Also du darfst gerne auch für dich selber ergänzen. Aber da der erste Aspekt. Der christliche Glaube setzt der Realität nicht die Grenzen der Vernunft.
das, was messbar, sichtbar, beschreibbar, denkbar ist. Der Glaube verdrängt die Wirklichkeit nicht. Also wenn man im Erdschatten ist, wenn man durch die Nacht geht, wenn man Schmerz, Leid, Not, Trauer im Leben erlebt, wenn schwierige Zeiten da sind, Corona oder was auch immer, Überschwemmungen und so weiter, der Glaube nimmt die aktuelle Situation sehr wohl wahr, aber er reduziert die Realität nicht auf die momentane Erfahrung oder auf den aktuellen Stand der Wissenschaft. Der Glaube an Jesus will sich nicht beschränken auf das, was er unmittelbar sieht. Der Glaube ist gerade nicht eine Einschränkung, also eben gerade nicht Scheuklappen, sondern eine Sicht für die Realität, die über die aktuelle Situation hinausgeht. Wir halten also als erstes fest, der Glaube reduziert die Realität nicht auf die momentane Situation. Aber es gibt eine Vorbedingung, eine Annahme bei solchem Glauben. Das ist der zweite Aspekt. Der Glaube setzt voraus, dass Gott verlässlich ist. Dass also die Sonne immer scheint. Das ist die Annahme dabei. Der Glaube geht davon aus, dass Gott trägt, dass Gott zuverlässig ist, dass Gott belastbar ist, dass Gott mit all unseren Lebenslagen auch umgehen kann. Der Glaube verlässt sich also auf den, wo man eben nicht sieht. Ich versuche das zu veranschaulichen. Heute Morgen bist du da reingekommen und du hast dich vermutlich angesetzt. Also, wo du reingekommen bist, hast du dich vermutlich angesetzt. Ich nehme an, dass du davon ausgegangen bist, dass der Stuhl dich trägt. Du hast darauf vertraut, dass der Stuhl wahrscheinlich nicht defekt ist. Zumindest habe ich jetzt niemanden beobachtet, der seinen Sitzplatz genauestens untersucht hat. Oder? Ich habe niemanden gesehen, seinen Sitzplatz untersuchen. Also du und ich, wir nehmen ganz selbstverständlich an, dass der Stuhl uns trägt. Warum sollte es bei Gott anders sein? Warum sollen wir Gott, wenn er wirklich Gott ist, warum sollen wir ihm das nicht zubilligen? Wir halten also fest, als zweiter Aspekt, der Glaube setzt voraus, dass Gott verlässlich ist. Jetzt ein Grund, warum uns das bei Gott vielleicht schwieriger fällt als bei einem Stuhl. Könnte sein, dass wir einen Stuhl sehen können. Von seinem Aussehen leiten wir vielleicht ab, ob er uns tragen wird oder nicht. Oder ihr wisst, im Bistro hat es noch ein paar andere Stühle. Also wir leiten vielleicht anhand vom Aussehen davon ab, ob auch der Stuhl uns tatsächlich tragen wird. Aber wir sehen jetzt Gott nicht. Wie können wir also voraussetzen, dass Gott verlässlich ist? Und damit kommen wir zum nächsten, zum dritten Aspekt. Jetzt in diesem Aspekt, da geht es ums Vertrauen. Letztlich ist der Glaube Vertrauen, im Griechisch ist das auch das gleiche Wort, Glauben und Vertrauen. Es ist ein in die Beziehung hineintreten, mit dem, wo man eben darauf vertraut. Aber was heisst es, Gott zu vertrauen? Und unter dem Aspekt, unter dem dritten Aspekt, möchte ich jetzt drei Gedanken nennen, A, B, C. Drei Gedanken zu dem einen Aspekt. Der Gedanke A ist, der Glaube, also die Beziehung zu Gott, lebt vom Vertrauen, sie lebt nicht vom Beweis. Das ist in unserer Zeit gar nicht so einfach, oder? Fast überall sollen wir uns beweisen, oder? Beweis deine Kreditwürdigkeit, beweis deine Fähigkeiten, zeig deine Diplom, Zertifikat, deine Zeugnis, wir wollen deine Referenzen hören, beweis, dass du gut meinst, beweis, dass dein Leben Spass macht, beweis deine Liebe, beweis was auch immer. Unsere Welt funktioniert so. Wir haben Angst vor dem Schmerz, vor dem Verlust, wir haben Angst vor dem Scheitern. Und wir wollen uns absichern. Aber Gott ist eben genau anders. Wir müssen uns selber ihm nicht zuerst beweisen. Wir müssen nicht ein bestimmtes Level erreicht haben, sondern Gott nimmt uns einfach, wie wir sind. Also, um eine Vertrauensbeziehung zu Gott zu haben,
braucht es keinen Beweis. Aber Gott beweist sich in dem Sinn auch nicht. Gott vertraut und wer ihm vertraut, kann wirklich glauben. Oder schon bei Jesus sind die Pharisäer gekommen und sie haben Beweis von ihm gefordert und Jesus hat sich dem immer wieder entzogen. Er hat sie abgewiesen. Gott tickt nicht so wie unsere Welt in dem Sinn. Gott will sich nicht absichern, sondern Gott will vertrauen. Also Gedanke A ist, der Glaube lebt vom Vertrauen, er lebt nicht vom Beweis. Dann Gedanke B. Der Glaube lebt vom Vertrauen und nicht von der Erfahrung. Ja, sehr wohl, der Glaube macht Erfahrungen mit Gott, aber er lebt nicht von dieser Erfahrung. Die aktuelle Situation im Leben, die kann durchaus so sein, dass man Gott vielleicht nicht spürt oder wahrnimmt, wenn man auf der Schattenseite der Erde ist. Die Sonne, die scheint trotzdem, aber vielleicht ist man in der Schattenseite und erlebt die Sonne im Moment nicht. Der christliche Glaube vertraut, auch wenn er durch schwierige Umstände durchgeht. Das ist nicht einfach. Wir haben es auch schon in der Einleitung schön gehört, oder? Wir sind das immer wieder am Einüben. Das sagen wir nicht einfach einmal Häkchen und jetzt ist es so, sondern es ist etwas, was wir immer wieder einüben. Haben wir darauf geachtet, die Lieder, die wir gesungen haben? Wir haben darüber gesungen, dass Gott unser Fels ist. Wir haben gesagt, ich sage es zu mir selber. Du bleibst Gott für immer. Jesus ist genug. Also, wir üben das immer wieder ein. Natürlich brauchen wir immer wieder Bestätigung im Glauben. Wir brauchen die Erfahrung mit Gott. Aber es ist wichtig, dass wir die Sonne spüren und erleben, aber es ist nicht die Erfahrung, die unseren Glauben trägt. Und manchmal machen wir, ehrlich gesagt, auch ein bisschen Sorgen in unserer heutigen Erlebnisgesellschaft. Wenn wir Gott daran messen, was wir in einer gefallenen Welt erleben, also in einer Welt mit all ihrer Sünde, mit allem Schmerz, mit allem Leid, mit all dem, was kaputt ist in dieser Welt. Wenn wir anhand von dem beurteilen, wie Gott soll sein, dann urteilen wir mit einem komplett falschen Maßstab. Wir Menschen haben die Sünde und den Tod gewählt. Wir Menschen sind die Welt kaputt machen. Und wenn wir anhand vom Erleben in dieser kaputten Welt Gott messen wollen, dann tun wir ihm schlicht einfach Unrecht. Erfahrungen, Erlebnisse mit Gott sind sehr wichtig. Sie sind glaubensstärkend. Aber die Erfahrungen, die Erlebnisse, die bauen auf dem Vertrauen auf und nicht umgekehrt. Dann der dritte Gedanke. Der Glaube lebt vom Vertrauen und nicht von der Leistung. Manchmal sagen wir uns ja, ich muss einfach ein bisschen mehr glauben. Oder ich sollte einfach ein besserer Mensch sein. Ich muss einfach disziplinierter leben. Oder ich muss einfach mehr religiöse Sachen machen. Mal ehrlich, funktioniert das? Ich komme zurück zu unserem Stuhlbeispiel. Was ist es denn, was uns treibt? Unser Vertrauen in den Stuhl oder ist es der Stuhl, der uns treibt? Es ist nicht unser Glaube, der uns treibt. Der Glaube ist nicht eine Leistung. Es ist nicht unser Glaube, der uns treibt, sondern aufgrund von unserem Glauben werden wir treibt. Es ist Gott, der uns treibt. Es ist Christus in uns, der uns verändert. Es ist seine Kraft, die in uns wirksam ist. Alles, was wir machen, ist Vertrauen, dass er das tun kann und tut. Wenn wir meinen, es hänge also von unserem grossen Glauben ab, dann wird das Christsein ganz schön anstrengend. Ich versuche das mal zu demonstrieren, wie. Also alle die sich fit fühlen, können jetzt mal aufstehen und das mal nachmachen. Können mal aufstehen, euch schnell bewegen. Und das mal nachher machen. Okay? Nicht absitzen, einfach nur so weit wie möglich haben, aber einfach. Gut.
Ich bitte euch jetzt, die Art von Christsein bis am Ende vom Gottesdienst durchzuheben. Okay, also dürft ihr wieder Platz nehmen. Also, Fazit aus Gedanke C ist nicht unser Glaube, unsere eigene Kraft ist es, die uns trägt, sondern der Glaube ist die Voraussetzung, dass wir getragen werden. Also unser Vertrauen in Gott ist es, das voraussetzt, dass wir von ihm getragen werden. Wir halten also unter dem dritten Aspekt, ich komme zurück zu den vier Aspekten, unter dem dritten Aspekt halten wir also fest, der Glaube lebt vom Vertrauen, also von der Beziehung und nicht von Beweis, Erfahrung oder Leistung. Aber, sagst du vielleicht, wie kommt es denn jetzt zum Glauben, wenn nicht durch den Beweis, wenn nicht durch zwingende Erfahrungen, die wir machen, oder durch eigene Leistungen, wie kommt es zum Glauben? Ja, wie sind die Kolosser zum Glauben gekommen? Damit kommen wir zum letzten Aspekt. Der Glaube gründet im Zuspruch. Der Glaube gründet in der Verheißung. Er gründet im Zeugnis von Gottes Verlässlichkeit, beziehungsweise in der Verkündigung vom Evangelium. Also ich gehe nochmal aufs Stuhlbeispiel ein, wenn du dir nicht sicher bist, ob der Stuhl dich trägt. Dann brauchst du Menschen, die dir mitteilen, dass du dich bedenkenlos hinsetzen kannst, oder du brauchst eine Mitteilung am Stuhl oder so, also du brauchst einen Hinweis, dass es trägt. Es braucht Menschen, die es dir vormachen, Menschen, die dich einladen dazu, dich hinzusetzen. Es braucht in dem Sinn Zeugen. Es braucht Verkündiger. Es braucht Verheißung aus dem Wort Gottes, aus der Bibel. Wir sehen das sehr schön in unserem heutigen Text, im Vers 6, aus diesen 6 Versen. In diesen 6 Versen wird das 4-mal wird das genannt, dass sie eben die Botschaft vom Evangelium gehört haben. Also da ist die Rede von der Hoffnung, von der ich zuvor gehört habe, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Oder es ist die Rede vom Evangelium, das zu euch gekommen ist. Oder da ihr von der Gnade Gottes gehört habt. Oder so habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras. Also Kolosser, die haben also die Hinweise gehabt, die haben die Zeugnis gehabt, die sind ermutigt worden, an Jesus zu glauben. Und so ähnlich hat es übrigens auch Jesus gemacht. Er hat sich den Menschen zugewandt, er hat sie zum Glauben gerufen, er hat vorgelebt, er hat sie gelehrt über den Glauben, er hat sie aufgefordert zu glauben und etliche haben das auch geglaubt, andere aber auch nicht. Und auch der Paulus argumentiert im Römerbrief ganz ähnlich, dass eben das Zeugnis, also die Verkündigung braucht für den Glauben. Wir lesen das im Römer 10, sind sehr bekannte Worte. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Nun ist es aber doch so. Den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Es ist also ziemlich klar, der Glaube entsteht daraus, dass wir das Evangelium hören. Menschen, also wenn Menschen uns zum Glauben einladen, uns zum Glauben ermutigen, uns zum Glauben auffordern. Ja, wenn andere Menschen uns ihren Glauben schlicht einfach vorleben, bezeugen in dem Sinne. Wir halten also als letzten Aspekt fest, der Glaube kommt aus dem Zeugnis. Und damit kommen wir auch zum Schluss der Predigt. Wie du siehst, der Glaube an Gott ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und vielleicht verstehen wir jetzt auch, warum der Paulus da am Anfang von diesem Brief Gott für den Glauben der Kolosser dankt. Der Glaube ist also kein Selbstläufer, aber es ist durchwegs auch nicht abwegig, an Gott zu glauben. Der Glaube ist kein Sprung ins Ungewisse oder eine Verblendung, sondern der Glaube nimmt die ganze Realität ernst. Der Glaube rechnet mit Gott. Der Glaube wagt den Schritt vom Vertrauen, weil er auf der Verheißung der Bibel und auf dem Zeugnis der Christen gründet. Die Frage nach so einer Predigt ist logischerweise,
wo stehe ich ganz persönlich? Und das ist eine Frage, die jeder Mensch persönlich beantworten muss. Also es wird nicht dein Partner für dich beantworten, das wird nicht deine Kirchenzugehörigkeit beantworten. Die Frage musst du für dich ganz selber persönlich beantworten. An wen oder was glaubst du? Also auf was vertraust du? Worauf verlässt du dich? Geht das welche, worauf du dich verlässt, über deine aktuelle Situation raus? Geht es auch bis über dein Leben raus? Der Paulus und seine Freunde, die schreiben den Kolosser im Vers 5, oder? Um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Also er schreibt ihnen, eure Hoffnung geht über den Tod raus. Eure Hoffnung geht bis in den Himmel, sie ist sicher, fest, aufbewahrt im Himmel, verlässlich. Geht das, was du daran glaubst, geht das auch bis über den Tod raus? Dann die zweite Frage ist, was hindert dich, Jesus zu vertrauen? Ich frage das jetzt im Zusammenhang natürlich, wenn man noch nicht an Jesus glaubt, aber das ist auch immer wieder eine Frage, die wir uns im Unterwegssein mit Jesus mitstellen. Vertrauen wir ihm wirklich? Der Paulus schreibt, der Römer, ebenfalls im Kapitel 2, ist das, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Darum heißt es in der Schrift, jeder, der ihm vertraut wird, vor dem Verderben bewahrt werden. Die Frage ist ganz einfach, was hindert dich, Jesus Christus zu vertrauen? Jetzt vielleicht sagst du ja, eigentlich möchte ich mich Jesus anvertrauen im Leben. Vielleicht hast du auch Fragen oder Einwände. Vielleicht weisst du einfach auch nicht, wie, wo, was. Dann möchte ich dich ermutigen, kontaktiere uns doch. Also komm ins Gespräch mit uns. Wir sind gerne bereit, mit dir zu reden, dir irgendwie versuchen, weiterzuhelfen. Wenn du das möchtest, auch konkrete Schritte zu gehen. Du bestimmst dabei, wie weit dass du gehen willst. Es ist einfach ein Angebot für dich, ein Gesprächsangebot. Du findest unsere Kontaktangaben auf der Webseite. Und wir werden auch heute Morgen Leute da am Ende des Gottesdienstes da haben, wo man einfach Fragen stellen kann, mit ihnen ins Gespräch kommen, mit ihnen beten kann, wenn man das möchte oder gesegnet werden. Also ein Angebot für uns alle. Möglicherweise sagst du aber auch, ja, ich bin schon längere Zeit mit Jesus unterwegs und dann möchte ich dich herausfordern und ich frage dich, wie vielen Menschen wirst du in den Sommerferien deinen Glauben bezeugen? Schau, sie brauchen dein Zeugnis. Sie brauchen deine Verkündigung. Sie brauchen die Ermutigung zum Glauben. Sie brauchen dein Vorleben, dass sie miterleben dürfen, wie du deinen Glauben lebst. Versteck das nicht. Du hast einen wertvollen Schatz, versteck das nicht. Wenn es dir hilft, hat es auch draussen verschiedenste Literatur oder so, die einem kann helfen, vielleicht auch etwas zu erklären oder so. Man findet draussen zum Beispiel den Flyer, findet man in, ich weiß nicht, 5-6 Sprachen oder so, ich habe es nicht zählt. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, welche Länder alle offen sind, aber so von den europäischen Ländern, so die Feriendestinationen, hat es glaube ich etwa alle Sprachen. Also wenn dir so etwas hilft, bedien dich draussen. Es hat auch beim Prospektständer am Eingang vom Bistro, dort hat es auch noch weitere Literatur und Bücher, wo du dich eindecken kannst. Kannst du auch mitnehmen, wenn das dir eine Hilfe ist, um den Glauben weiterzugeben. Also bedien dich. Ja, ich will dich auffordern, wenn du Jesus im Herz hast, versteck das nicht. Die Welt braucht dein Zeugnis. Darum, wie vielen Menschen wirst du in der Sommerferien deinen Glauben bezeugen? Wir kommen da zum Schluss. Vermutlich gäbe es noch vieles zu sagen zu dem wichtigen, zu dem schönen, zu dem guten Thema. Ja, Glauben und Gott vertrauen ist immer wieder herausfordernd. Und egal, wo du jetzt stehst,
Ich möchte dich heute einfach herausfordern, mach einen Schritt aus deiner Komfortzone raus. Amen. Ich möchte gerne gerade beten. Vater im Himmel, es ist ein riesen Vorrecht zu wissen, dass wir ohne Vorbehalte dürfen zu dir kommen. Dass du den Weg frei gemacht hast durch Jesus und dass wir dürfen zu dir kommen und dich dürfen kennenlernen. Und du siehst, wie es uns immer wieder schwerfällt, einfach schlicht, weil wir dich nicht sehen. Und wir uns immer wieder schwer tun, einfach mit dem. Und ich würde bitten, dass du uns immer wieder den Glauben stärkst, mehrst, uns ermutigst und stärkst und wir auch gegenseitig dürfen Ermutigung und Stärkung sein. Und du weißt auch, all die Menschen, die ja, dir interessiert sind, dich spannend finden, aber irgendwie den Schritt vom Vertrauen ja, davor zurückschrecken. Und ich möchte gerade für sie bitten, Herr, dass sie dich ganz neu dürfen erkennen, dürfen vielleicht erleben, dürfen dich wahrnehmen und dich dürfen sehen. Dass du schenkst, dass sie dürfen Ermutigung erfahren durch Menschen, die einfach dich bezeugen, dass sie dich in deinem Wort dürfen erkennen und erfahren. Und dass du redest und ja, noch mehr Menschen einfach in die Beziehung mit dir ziehst. Ja, wir bitten, dass du dein Reich baust, da bei uns, zu Baum und Umgebung, dass du dein Reich baust in uns, aber auch durch uns. Und wir danken dir einfach für das, was du durch uns bewirkst, ja, in deiner Kraft, in deiner Art, ja, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du zur rechten Zeit uns Rechte gibst. Amen.